Willkommen bei Eurofly. Über Eurofly. Ja, und damit auch willkommen von mir zur nächsten Flugstunde hier bei Eurofly. Erstmal vielen, vielen Dank für die netten Kommentare bzw. Nachrichten für die ersten Folgen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Felix hat mir auch erlaubt, jetzt weiterzumachen. Danke. Ja. Nein, also wir machen hier jetzt erstmal weiter. Wegen den Bugs müssen wir jetzt mal gucken. Aber diese Folge machen wir auf jeden Fall noch. Ich denke, da werden wir, beziehungsweise werde ich mich schon für euch reinfuchsen. Was mich auch gefreut hat, dass scheinbar Leute durch meine Videos wieder Lust an dem Spiel haben. Ich habe das ein bisschen leiser gemacht, weil die nächste Maschine, die wir haben, die, ja, ich nenne mal die Rumpelmaschine ist, also der Business Jet. Nee, ist gar nicht der Business Jet. Ist eine, ich weiß gar nicht, Beechcraft wird das, glaube ich, ausgesprochen. Verzeihung, mein Englisch ist nicht so gut, ja. Die Karte ist geladen, das ist schön. Und wir gönnen uns auf jeden Fall mal Europa, hier diesen Flug. Erstmal hier schön Lichter anmachen. Auch anschnallen. Darf man nicht vergessen. Und natürlich Triebwerke. Jawollo. Dann Bremsen lösen, ne? Ist ja auch schon länger her jetzt, dass ich gespielt habe. Ich glaube, zur letzten Aufnahme, da liegen jetzt bestimmt, weiß ich nicht, 4 Tage dazwischen oder... Nee, eine Woche. Fast genau eine Woche tatsächlich. So, dann... was müssen wir noch machen? Ah ja. Stellen Sie eine Frequenz ein. Neu 121,2. Geben Sie 1. 2 Euro leer. Geben Sie den Code für Euro leer. Machen wir. Kein Problem. Leer. So. Das hätten wir. Hangar ist auch offen. Da würde ich sagen... 2937. Fahren wir mal raus hier. 68. 79. So. Ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. So, jetzt müssen wir erstmal tanken. 3900 leer. Und dann zeige ich euch mal, was unsere heutige Aufgabe ist. 3801 leer. Wir hatten übrigens gerade offscreen einen Crash. 3637. Ja, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten in der Testaufnahme, ob hier alles klappt. Hatten wir einen kleinen Crash, aber nichts passiert. 3325. So. Norden. Wir gehen hier mal. 3100. Leer. Schön nach Norden. 3120. Und 3111. So, upsi. Sorry, gib mir. 27. 51. Fahren jetzt mal hier schön zur Parkposition, ne? So, muss ja alles hier seine Ordnung haben. Minus 51. So. Wir bremsen mal. 25, minus 5. Oh. Zu früh gebremst, ja, gut. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Sorry. So. Während wir tanken, zeige ich euch mal, was unsere Aufgabe ist. Bitteschön. Wie war der Flug mit der Blechkraft? Wiederholen Sie ihn bitte mit diesem Flugzeug auf der Strecke Komiris zum Berg. Viel Glück. Vielen Dank. Kurz und knapp nach Sumperk sollen wir fahren. Also fliegen. So, dann machen Afrika, wir das mal. 298 Schrägstrich. Wir wollen Nordamerika, Europa, Land, zwar tschechische Erwartungen, Seemitzung, Svitavimovatung, Erd, 78 eingeschleert. 78 Kilometerchen. Dann machen wir das auch wieder an. So. Und Wetterradar-Visionswarnsystem an. Machen Klimaanlage jetzt auch an. Sauerstoffanlage an. Die ganzen anderen Systeme an. Die mache ich jetzt erst an, weil wenn ich
die Triebwerke ausmache, dann gehen die auch aus, weil die keinen Strom haben. Und da wir die für den kurzen Flug zum Hangar nicht brauchen, ist alles, mache ich die eben nicht an, sondern erst leer. Nach dem Tanken. Auftragsflug an Anzahl aktuelles Gewicht, so. Höchst aktuelle, aktuelle, lang aktuelle Startgeschwindigkeit. 177. Leer. 177. Leer. Alles klar. Also das hier. Verzeihung. So. Was die Aufgaben nie sagen, was ich euch aber jetzt sage, ist, bei den ersten Missionen, das hatte ich glaube ich in zwei anderen Folgen schon gesagt, keine Passagiere. Der wird uns wirklich darauf hinweisen, wenn wir das erste Mal Passagiere mitnehmen dürfen. Das ist jetzt aber noch nicht gut. Ah nee, stopp. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. SK-737, unsere Startbahn ist derzeit belegt. Siehste? Bitte warten Sie einen Guck dir das Moment. An. Wir brauchen natürlich erstmal die Startfreigabe. 19/1000. Vorher geht hier gar nichts. SK-737, unsere Startbahn ist derzeit belegt. Bitte warten Sie einen Moment. Immer. Ich fahre ja. 13/32/1000. SK-737, Sie haben Starterlaubnis für den Start von der Startbahn vor Ihnen. Okay. 169/1 0 0 107 0 4 10 2 109 185 181 181 183 SK-737, steigen Sie auf 500 Meter und steuern Sie Ihr Ziel an. 7 links bei 300. Okay. 13 links bei 10 links. 4 links voraus bei 340. Sehr schön. 298. Also, Start erfolgreich. 404 und... Gehen wir hier mal... SK-737, bitte halten Sie ja, hier. Ja, mach ich. -670 -1292 Da waren wir ein bisschen zu hoch, gehen wir da runter, ne? -6 500 2 1 0 498 498 Damit kann ich leben. Aus bei 340. Ja, aber der Tower nicht, okay. 22. Also, dann 26 602 und leer. 3000 machen wir natürlich 39, gerne. Überhaupt kein Problem. 18 Gegenwind 2, leer. So. 2518. Sprit. 1300 leer. Haben wir genug, ne? Das habt ihr gehört. 2005 leer. Über 2500 Liter. Ja, ja. Schmüller. Geben Sie den. Ihr Quart lautet 950. Euro Identifikation 2208. Wir gehen mal ein bisschen aus dem steilen Steigflug aus. 12. 5. So. 2435. Weil wir haben gleich unsere 3000. 2400. Doch wieder ein bisschen steiler, 17, bitte. 2506. Ich freue mich schon sehr auf Kategorie 2. Fallen Sie auf 1300. 1300. Natürlich. Ja, gerne, mach ich. Hey. -14, 2625. 1300. So, während wir hier fliegen, kann ich euch nochmal auf unsere Streams hinweisen, wenn ihr die nicht schon kennt. Auf Twitch sind wir da aktuell. Link sollte in der Videobeschreibung zu finden sein. Ansonsten. Eagle Ear Entertainment heißen wir auch dort. Da könnt ihr gerne mal reinschalten. Ja, momentan zum Zeitpunkt dieser Aufnahme machen das Felix und ich. Also wir haben die letzten Streams gemacht, aber
Ich verrate euch, wisst ihr wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt schon. Noch mehr aus unserer Gruppe haben Interesse mitzumachen. Ja, also darauf könnt ihr euch freuen. Gerne mal reinschalten. Wir freuen uns. Wir fliegen durch Wolken. Das ist ja ganz toll. 15.1. So, wir haben gleich die 13. Fallen Sie auf 1.334. Die Kurs und aktuelle Höhe bei 1.534. Entspann dich. Wir sind schon beim neuen Flughafen angemeldet und er sagte, bitte, wir andere Flughafen. Ja? 11 kommt jetzt hier und sie legt. Oh. 12. 8. 12. Sorry. 17. Das wollte ich gar nicht. Kuh 12 kommt jetzt hier und 70. 2. 0. 13 kommt jetzt hier. Steigen Sie auf 1600. Okay, ja. 1.600. Ich freue mich schon sehr auf Kategorie 2, wollte ich noch sagen, weil da haben wir dann einen automatisierten Höhenregler, sag ich mal. Da müssen wir dann einfach einfach nur reinschreiben, auf welche Höhe wir wollen, und dann macht er den Rest. Das macht die Sache dann doch deutlich einfacher. Aber dann sind natürlich auch die Flüge länger, ne? Und Eurofly denkt sich dann auch andere Sachen aus, um uns das Leben schwer zu machen. So. Haben nur noch 41 Kilometer. Minus 9. Mach ich. Minus 11. Ich muss auch mal kurz mal hier. 5 rechts, voraus bei 5 links. Ups. Voraus 4 rechts bei 1 rechts bei. So. Voraus bei 17 und leer. Minus 20. Also 50. Na, jetzt sind es nur noch 37 Kilometer vor uns liegen zu unserem Flughafen. Und dann, meine Damen und Herren, werden wir erfahren, ist der Flughafen geschlossen oder nicht. Ja, prima. Gut. 1071. Gerne auch mal in die Kommentare schreiben, fällt mir gerade so ein. Hättet ihr gerne mehr Mission in einer Folge oder ist euch ein Missionchen in der Folge genug? 600 abgeben Sie den Code 1 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
Ja, also gerne schreibt mal in die Kommentare. Wie gesagt, eine Mission oder mehr. 100 Meter, das mache ich gerne. Minus 17. Weil. Minus 28. Wir sind gleich minus da. Minus 4 und 703 und sie näher. 658. Ja. 538. 300 geben ab 819. SK 737, nee, willkommen auf minus unserem Kanal. Minus 12. Minus 2. Minus 173. Ja, ich weiß. Danke. Minus 12. Das 133. Ist mir sehr gut bekannt. Oh. 8. 2. 0. 85. 8. 97. 4. 1. 0. 170. Ja. Minus 2, 104, nee, 14, 110. Warte. 102, 1, 2, 0, 101. Ja, gut, also. Minus 1, 0, 100. So, jetzt haben wir genau 100. Und jetzt gehen wir ja auch mal mit der Geschwindigkeit. KMs und R kein Nie. Runter. So. Gegenwind 82.264 leer. 264 ist unsere aktuelle Geschwindigkeit nach Berücksichtigung des Windes. Okay, gut. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. 9,2 km und R kein Nies. Die Aufwandanlage, aktuelle Start, aktuelle Landegeschwindigkeit. 177 km, aktuelle Landegeschwindigkeit. Euro 324. 302 Gegenwind 293 Gegenwind 82.211. Mhm. 280 Gegenwind 82.198. Okay. 271 Seitenwind von links 271. Ah, gut, jetzt haben wir wieder 247 Seitenwind. 229, 250. 182 Seitenwind von links. 187 so Seiten, 5,9 km und R kein Min. So. Dann 100. Hätten wir es gleich. Leerauffahrtanzeige, aktuelle Start, aktuelle Landegeschwindigkeit. 177 ja, leer, Euro 177. 4,8 dichter Nebelprise aus oh, leer. Ist dichter Nebel, ich glaube, da dürfen wir nicht landen. Das ist aber bedauerlich. Ich glaube. Dichter Nebelprise aus westlicher Richtung. 5 km pro leer. Der wird uns jetzt gleich sagen: schlechtes Wetter, bitte nicht landen. Leer 4,0 km 100. Das ist traurig. Also diesmal nicht technisches Problem. Dichte Wolken, please, ah, jetzt haben wir Wolken. Okay, vielleicht haben wir Glück. Und das schlechte Wetter verzieht sich. Dichte Wolkenbrise aus nördlicher Richtung. 4 km so. Pro Stunde stahlgraue Wolken leer. Stahlgraue Wolken, heieiei. Gut. Leer. 2,8 km leer. 2,8 Kilometer. Jetzt leer. Haben wir es gleich. Also. 2,2 leer. 2,2. 187 Gegenwind leer. Oh, sind wir, warte mal. Da muss ich jetzt mal ein bisschen. 192 Gegenwind leer. So. 4 Kilometer. 1,6 so. km SK 737, Landebahn voll. Ich wiederhole. Landebahn ist voll. Das ist aber jetzt traurig, Kinder. Ich versuch's nochmal. SK 737, Landeerlaubnis erteilt. Jawohl, geil. Landeerlaubnis erteilt. Minus 11. 106 und 107 und sie 102 und 177 Seitenwind von links. So. 48, leer. 48, ich hoffe es passt. 18 links bei 23, 21. Oh, ja. Landung erfolgreich. Sehr schön. Landung erfolgreich, super. Das ist doch schön.
So. 107 minus 503. Ja, das ist mir jetzt erstmal egal. Da ist ein anderes Flugzeug. Das interessiert uns jetzt gerade mal nicht. Minus 503. Oh, 144-0, 239-9. Ja, pass mal auf. 438-30-0. Werd ich jetzt mal. Rückwärts Süden. Werd ich mal ganz. 2. Kurz das so machen. Warte. Bitte. Dreh dich. Drehen. Ich hoffe, wir crashen jetzt hier nicht. 212-Süden, 104-106 und das Süden. Okay. 400-305 10-15-21-2 294-287 213-204-3000-0 185-372-156-3141-3000 113-111. Wir haben es gleich, Freunde. Parkposition. So. Leer. Dankeschön. Aufgabe, Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. So, sehr schön. Über Eurofly. Ja, ich würde damit sagen, belassen wir es erstmal. Gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt, wenn ihr noch, also wenn ihr mehr haben möchtet, ne, mehr Folgen. Mehr Aufgaben, so ist es richtig, von Eurofly in einer Folge, dann versuchen wir das natürlich auch zu machen, ne? Ansonsten, ja, macht's gut!